auf die Osiris verfrachtet haben. Nomad power cells in the hold, guys. Take it directly to Dr. Quintain in the artifact lab. That was a little too close. Next time, listen to your old pal King and say no. As you know, Dr. Quintain and I have pored through the translations from the panels, the Proteus tome, and even the stolen data from the prison ship. It seems that Dom Kavash had a vast empire long before man ever evolved. So if these guys were so much more advanced than us, where are they now? We don't know, Mr. Trent. There's no evidence to suggest any kind of war or disease or natural disaster that may have done away with them. They just vanished, leaving behind the nomads. It seems nomads, or whatever they were really called, we can't pronounce the name yet. They were apparently created by the Dom Kavash to... well, look after things. We're fighting the caretakers? Well, in a manner of speaking. They are opportunistic parasites, not only of human beings, but of technology as well. Which brings us to the artifact. The Dom Kavash had an amazingly advanced technology that was only partially based in these delicate formations. They used them for power, shields. This one is a, well, we'll show you. Kendra? I discovered that if a computer sounded out the phonetic representation of the glyphs in a particular order... Please, Doctor, in deference to those of us who are simple politicians. Very well. Ganze Arbeit nur für so eine kleine Lightshow oder was? Nicht sehr wirklich befriedigend. Hoffentlich explodiert das Ding nicht. Artifact knows where it is in space at all times. It's a map. But of what? Well, it's just a theory, but... Spit it out, Doctor. From what we now know, with an empire as large as the Dom Kavash, they couldn't rely on simple jump gates like we have today. They had to develop something more sophisticated. A vast array of hypergates, linking the far corners of their empire via one incredibly fast system for travel. This device is not only the map, it's the trigger. A key to reawakening the system. Are you suggesting we turn this thing on? Yes. If we can reactivate the hypergates, we'll break the hold of the nomads on their power supply and cut them down to a more manageable size, in theory. Every key is a lock, Doctor. Where do we find this one? There. Mr. Trent. Me? Yes, you. I want you and Zane to spearhead this effort. Understood? Wir scheinen nicht allzu viele Möglichkeiten zu haben. Wir müssen jetzt ins Heimatsystem der Nomaden fliegen und das Hypertor-System aktivieren. Also quasi die Alien-Eisenbahn. Und das ist unsere letzte Mission und wirklich ein Selbstmord-Kommando. Alright. I've come this far, I may as well see it through. What's going on? Nomad, sir. A whole fleet of them. Prepare ships for intercept. Aye, sir. Damn it. They must have followed us. We have to evacuate. Everybody to their ships. Take only what you need. Trent, Junie, we have to buy some time. We're on it. Now, how do we turn this tinker toy into a weapon? Gute Frage. Zuerst mal sollten wir reparieren und nicht vergessen, ordentlich einzukaufen. Schauen wir mal, ob wir was verkaufen können. Nein, das wollen wir alles haben.
Torpedos natürlich wieder voll kaufen, die brauchen wir unbedingt. Und ab jetzt werden wir auch die Gegenmaßnahmenwerfer brauchen. Und natürlich nicht vergessen die zwei hier. So, das war's eigentlich schon. Der Frachtraum ist zwar voll, aber wir können nichts verkaufen, weil wir hier keinen Frachthändler haben. Natürlich auf der Rebellenbasis wird nicht allzu viel Fracht gehandelt. Nochmal schnell die Basis verteidigen. Und um die... Wow. So, hier das gleiche wie vorher. Bei den generell bei den Nomads sollte man eher acknowledged. I bet it's the base they're launching from. All units, concentrate your fire on the Nomad battleship. This is Alpha, engaging the enemy. Understood. We're going in. So, hier ist es am besten, eher Schilde aufzuladen, weil die Nomad-Schiffe sehr oft Schildbatterien fallen lassen und deswegen das Ganze etwas einfacher ist. Und jetzt müssen wir das Schlachtschiff mal zerstören. Zwischendurch ist es eine sehr gute Idee, immer wieder mal Nomad-Schiffe zu zerstören. Nomad-Jäger zu zerstören, weil... um Schildbatterien wieder zu bekommen. Hallo, kann ich dich abschießen? Danke, sehr gut. Dich auch. Also nicht sich auf das Schlachtschiff versteifen, sondern am besten hin und wieder mal abbrechen und auf Jäger schießen. Die sind sowieso nicht so stark, also... Okay. Wäre cool, wenn ich jetzt irgendwo eine Schildbatterie bekommen würde. Da jetzt irgendwo. Ja, sehr gut. Man bekommt meistens pro Jäger 2 oder 3, aber nur wenn die Jäger vorher nicht allzu beschädigt waren. So, und wieder zurück. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo Jäger finden. Die sollten eigentlich immer irgendwo Jäger noch auftauchen. Auch wenn es nur vereinzelte sind. Okay, oder auch nicht. Wenn natürlich keine Jäger da sind. Ah, da sind welche. Und am besten die suchen, die noch fast intakt sind, weil die mehr Schildbatterien geben. Zumindest meiner Erfahrung nach. Also hier sollten wir uns nicht allzu stressen mit der Mission. Oh, die Typen können sich heilen. Oh, es macht nicht allzu viel. Würde uns nur stören, wenn wir zu wenig Schaden machen würden. So, dann gehen wir wieder zum Schiff. Also zum Schlachtschiff und versuchen dort unser Glück. Tut mir leid, dass die Mission jetzt, also der Teil der Abwehrmission so lange dauert, aber es ist deutlich einfacher so zu spielen, als sich auf das Schiff zu versteifen und eventuell dann zu verlieren, nur deswegen, weil man zu wenig Schildbatterien hat.
oder weil man da an dem Schiff des Kreuzers steht. Ah, im Feuer des Kreuzers steht. So, einer noch. Dann habe ich nochmal mehr Schildbatterien. Sehr schön. 7 Schildbatterien, das ist gut. Wir gehen nicht langsam, wir machen das Ganze nur taktisch. Du wechselst da was, Juni. So, 2 Anflüge werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Noch einer und noch einer. So, jetzt aber wieder auf zum Schiff. Also zum Schlachtschiff. We almost got it. All wings, let's finish this thing off. Just a few more shots. We did it. All wings, take out the remaining fighters. Noch ein paar Jäger zerstören und dann können wir wieder auf Toledo landen und uns wieder aufladen. Hoffentlich, glaube ich zumindest. Ich glaube, vor der letzten Mission müssten wir das schon machen dürfen. Das glaube ich nicht, Tim. Und noch ein großes Schiff werden wir nicht zerstören können. Oder? Sir, another Nomad capital ship just uncloaked. We can't leave. That's an order. Our Tinker Toy weapon is ready. Understood. Returning to base. Come on, Trent. Don't engage any Nomad fighters. We have to get back to Aurelion. Okay, also haben Quintain und Aurelion irgendwas mit dem Artefakt anstellen können. I'll meet you on the surface. Damit wir es als Waffe verwenden können. Bin schon gespannt, was sie genau angestellt haben. Looks like the base is taking a pounding. The evacuation should be almost complete. We have to land quickly. Trent, we've made modifications to the artifact. It should work now. All you need to do is activate it in the right location. What's the status out there? It's unbelievable. The Nomads are constantly getting reinforcements. We won't be able to hold them off much longer. This is it. Everybody to their ships. Trent, Juni, escort the freighter with Quintain and Sinclair. All set, sir. Our forces will meet in the Nebula Field on the far side of the system. Good luck. Quintain, fly directly to the rallying point in the Nebula. Trent and I will provide you cover. Understood. We're on our way. Arme Basis. Na gut, wir müssen sowieso nur mehr weg hier. Oh. Irgendwie erinnert mich das an Star Wars Episode 1, wo sie durch die Blockade brechen. Und man sollte sich nicht allzu viel Gedanken um Sinclair und Quintain machen. Deren Schiff kann zwar Schaden nehmen, aber ich glaube fast, es kann gar nicht zerstört werden. The Nomads are falling back. This is Delta Leader, Colonel Zane. We're here to escort you to the Osiris. Roger that. What's the situation? We took heavy losses during the evacuation. Only 4 transports and about 24 fighters made it back to the Osiris. That bad? To all units, I've arrived on the Osiris and we have reached the rallying point. Everybody, fall back.